So, ihr Süßen, weiter geht's mit der versteckten Quest, die hier auf uns wartet. Ich zeige euch, wie wir am besten dahin kommen könnt. Ihr teleportiert euch dahin und könnt hier durchlaufen. Viele Wege gibt's leider nicht. Es ist auf jeden Fall ein bisschen aufwendiger, dahin zu kommen, aber es lohnt sich. Eine versteckte Quest. Ist immer nice zu haben. Im Endeffekt. Ja, sonst keine Wahl. So, eine Sekunde. Oh mein Gott. Ausdauer hat fast nicht gereicht. Ich sollte es mit der Ausdauer abschaffen. Also, muss mal Stimmen sammeln. Die sollen es endlich abschaffen. So, hier alle killen. Damit ihr diesen Süßen hier retten könnt. Das ist die Quest. Midnight Phantasmagoria! Dann wird die direkt eine Animation getriggert. Aber so einfach machen die es uns nicht. Zack, zack, zack. Junior, Junior, ich bin hier, um dich nach Hause zu bringen. Mein Schnuckelputzel, mein Pack, dir es wurde von den Schatzräubern gestohlen. Ich bin seit so vielen Jahren als reisender Händler unterwegs und alle meine Ersparnisse stecken in den drei Packtierschätzchen. Pepe ist der Bravste, er ist immer bei mir. Jeju ist der Frechste von mir. Er hat schon vor langer Zeit Reis ausgenommen. Wenn mich jetzt auch noch Union verlassen würde, das wäre unerträglich. Ich kann euch zwar nicht genug danken. Union, du hast in den letzten Tagen sicher viel durchgemacht. Komm, ich habe hier dein Lieblingsessen. Julian Pepperoni, schnell, lass es dir schmecken. Magst du etwa kein Pepperoni mehr? Anscheinend nicht. Du bist eine Katastrophe, alter Knacker. Pack die Resten doch Obst. Sie würden niemals Jürgen Pepperoni auch nur angucken, es sei denn, sie sind kurz vor dem Verhungern. Das Zeug ist schlecht für sie. Huch, und wer bist du jetzt? Ein Schatzräuber. Und wie? Jetzt übertreib mal nicht. Sehr gut, du Dieb. Deine Freunde haben bereits ihre verdiente Strafe erhalten. Wie kannst du es noch wagen zu sagen, dass ich meinen Schnuckelputzel falsch behandle? Junior ist doch mein Schnuckelputzel, Wutzel, Wutzel. Schnuckel, Schnutz, Rutzel. Alter, der ist ja so drauf wie ich. Schnuckelputzel, Rutzel, Mutzel, Kutzel. Oh Mann, so witzig. Eine Sekunde. So. Du hast noch ein Packtier, auch so eine gute Züchtung? Natürlich, Pa, was soll die blöde Frage? Gute Züchtung von Packtieren können Langzeit ohne Essen und Trinken auskommen, sodass sie sowohl in Wüsten als auch in Regenwäldern lange Strecken zurücklegen können. Eine Schande, dass einige Leute so viel Geld für sie ausgeben, aber keine Ahnung haben, wie man sie hält. Sehr. Wie auch immer, dieses Packtier namens Sünder und wie du es nennst, hat hier ein paar schöne Tage verbracht, also solltest du es in Zukunft nicht mehr mit solch abscheulichem Futter füttern. Du Langfinger, du Schützer, du sagst, dass es Union in den letzten Tagen gut ging, aber traust du dich auch, es mit mir aufzunehmen? Sehen wir doch mal, wie sich Union im Vergleich mit Pepe schlägt. Die beiden vergleichen, aber wie? Wir gehen zu einem Lager Pepe, so dann machen wir einen Vergleich. Okay, kehr zurück zum Lager von Ven. Oha! Nehmen wir aber erstmal die Truhe mit. Eine hübsche Truhe. Die sehr gut aussieht. So, Union und Pepe. Quest getriggert. Ab geht's. Ich glaube da hinten. Ah ja, das ist eine Herausforderung. Also die Herausforderungen sehen hier ein bisschen anders aus, Leute. Aber die normalen Herausforderungen gibt es trotzdem noch. Das irritiert mich manchmal. Na, machen wir ein Rennen oder was? Was ist meine Aufgabe? Ihr zwei werdet ihr so von euch wird die Richter spielen? Ja, okay. Okay. Wir machen die Richter. Pepe hat gewonnen, fertig. Ich entscheide. Alter, ich meinst du nicht, dass du zu streng mit dem Packtier bist, weil uns dein Pepe sieht echt hungrig aus. Ha, Jungspund, hast du Angst? Suchst schon nach Aussehen? Was? Ich meine, es ist gut mit dir, aber du drehst aus jedem Wollwollen einen Strick. Na gut, lass uns loslegen. Glaubst du, ich habe Angst? Na dann fangen wir an. Dann fangen wir an. Sieh dem Wettkampf zwischen Union und Pepe zu. Union geht ab. Jawohl, Union.
Pepe hat aufgehört zu laufen. Pepe, jetzt gibt der Gas. Pepe kommt. Aber Union ist zu weit vorne. Das wird nichts. Pepe ist wieder außer Puste. Denn er hat keine Kraft mehr. Er hat mir gerade zugeflüstert, dass er seit 5 Tagen nichts gegessen hat. Und Union ist schon am Ziel angekommen. Scheißendreck. Pepe hat verloren. So, was jetzt? Geht dir noch was? Könnte ich ein guter Kommentator werden, oder? Pepe, warum bewegst du dich nicht? Willst du einen Pepperoni haben? Na los, ich habe hier so viele für dich. Hau rein, sie sind heute alle nur für dich. Ist dich richtig satt, du brauchst einen Kaffee für den Wettbewerb. Pepe scheint zu wissen, was wir nur ihm da vorzusetzen versuchen und für ihn keinen Blick ist. Was geht dir nur vor? Warum isst du denn nichts? Sieh nach, wie es Union geht. Hey Kleiner, du hast doch gerade eben was gegessen. Hier, bist du schon wieder hungrig? Ich kann da nichts machen, die Beeren sind alle weg, aber es gibt Dämmerfrüchte hier, die schmecken dir bestimmt auch. Tushing zieht einen Haufen Dämmerfrüchte hervor und legt sie auf den Boden. Junior beginnt zu essen. Schau mal, Pepe kommt auch, er will wohl auch Dämmerfrüchte haben. Pepe, warum auch du? Ich hab's dir doch gesagt, du bist hier der Einzige, der sich wünscht, dass Pepe Pepperoni mag, oder? Wie ist das nur möglich? So. Nice story. Nice story. Man sollte immer offen für Argumente sein, die auch belegt sind. Und hier sieht man, dass Pepperoni doch nicht das Lieblingsfutter von diesen Tieren ist. Ja, Benua, jetzt hast du was dazugelernt, du Drecksack. Achso, dein Gehalt, ja, das angeht, dafür weiß ich dich gerne wieder an die Milliliten. Moment, ach, du kannst mein Gehalt selbst bestimmen. Nun ja, ich erkenne deine Fähigkeiten an. Wenn du einverstanden bist, wirst du von nun an für die Versorgung meiner Pakti verantwortlich sein. Ich garantiere nicht nur einen vollen Mangel, sondern auch, dass du was aus deinem Talent machen kannst. So. Hat jetzt eine neue Stelle bekommen. Nice story. So. Quest abgeschlossen. Union und Pepe. Jetzt muss ich überlegen. Wie viele Quests haben wir noch? Ich glaube nicht mehr so viele. Ich schaue mal ganz kurz. Mal kurz gucken. Dann weitermachen. Too slow. Hier. Wie kann man dort hängen bleiben, Alter? Junge, Junge, Junge. Fräulein Yu, sagt mir, wie viele Aufträge ich doch offen habe. Noch 2. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, das ist eine alte Quest. Bei dem bin ich mir auch nicht sicher. Ich glaube, das ist auch eine alte Quest. Aber wir schauen mal. So, wir sind hier durch. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao, ciao.